Also für mich war nie das oberste Ziel, zur Oscarverleihung zu kommen. Das ist jetzt nicht unbedingt für mich die Garantie dafür, dass man den allerbesten Film gedreht hat. Aber natürlich war es ein großes Erlebnis und ein großes Abenteuer. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susi Heinz und bei mir geht es um Motivation und Musik. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich die Oscar-Preisträgerin Caroline Link. Vielen lieben Dank, Caroline, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Gerne, Susi. Du hast 2001, 2002, 2003 den Oscar gewonnen mit deinem Film Nirgendwo in Afrika. Genau, 2003 haben wir den bekommen, 2001 hatten wir ihn gedreht und 2003 haben wir diese tolle Auszeichnung bekommen. Und im Jahr zuvor warst du schon mal in Hollywood und warst nominiert? Für meinen ersten Spielfilm, Jenseits der Stille, genau, den haben wir 95 gedreht, 98 waren wir damit, glaube ich, in Amerika. Und da hatten wir eine Nominierung, ja. Das war immerhin schon mal aufregend, dabei zu sein. Du warst damals Ende 30. Wie hast du es geschafft, an die Spitze zu kommen? Was macht eine gute Regisseurin aus? Also für mich war nie das oberste Ziel, zur Oscarverleihung zu kommen. Das ist jetzt nicht unbedingt für mich die Garantie dafür, dass man den allerbesten Film gedreht hat. Aber natürlich war es ein großes Erlebnis und ein großes Abenteuer. Eine gute Regisseurin macht, glaube ich, aus, dass sie oder er oder sie, dass man bei sich bleibt, dass man wirklich in die Geschichten einen persönlichen Aspekt hineinbringt, dass man, egal ob man über Gehörlosigkeit, über Juden im Exil, über eine Kindergeschichte erzählt, dass man von sich erzählt und dass man sich traut und das auch durchsetzt bei den Produzenten und bei den Verleihern, dass man Geschichten persönlich angeht und den eigenen Blick auf Generationen, auf Kindheit, auf Entwicklung, auf Liebe, auf das Leben in diese Geschichte mit hineinwebt. Ich glaube, selbst wenn ich Filme drehe, die mit meiner Lebenswelt eigentlich nichts zu tun haben, wie vermeintlich Jenseits der Stille, da geht es ja um Gehörlosigkeit, aber es geht nur im Rahmen, im äußeren Rahmen um Gehörlosigkeit, im inneren Kern geht es um einen Vater und seine Tochter und diese Geschichte ist sehr persönlich. Also meine Familie, die den Film gesehen hat, hat dann sofort gesagt, das ist ja so eine typische Caroline Perspektive. Die spüren mich in dem Film und ich hoffe, dass sie mich in alle Menschen, die mich kennen, gut kennen, dass sie mich in allen meinen Filmen spüren. Und ich glaube, das macht einen guten Regisseur aus, dass man versucht, persönlich zu erzählen und eine eigene Handschrift einarbeitet in die Arbeit. Wie kann man das handwerklich umsetzen? Ich meine, das klingt jetzt so etwas auf der Metaebene. Wie kann man das handwerklich umsetzen, gerade in Deutschland mit den oft begrenzten Bedingungen? Das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Das hat nur was damit zu tun, wie man eben eine Szene beschreibt, was man den Schauspielern sagt. Okay. Also in unserem gemeinsamen Projekt, was wir ja hatten mit deinem Sohn, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, da schwebt natürlich auch ein Blick auf Familie und was Familie sein kann, in vielen kleinen Details. Man plant das ja nicht nur im großen ganzen Bogen, sondern man muss sich ja als Regisseur und als Kreativer sozusagen dann am Set 100-mal am Tag entscheiden, was trägt die für eine Klamotte, wann passiert was und wie. Wie passieren die Dinge? Wie gucken die sich an? Wer ist wie? Setzt sie sich auf den Schoß, das Kind bei der Mama, wenn die Todesnachricht kommt? Was macht der Sohn? Wie guckt der Sohn die Schwester an? Wie ist Bruder und Schwester miteinander? Das ist ja Inszenierung. Und das sind tausende von Entscheidungen, viele, viele Entscheidungen jeden Tag beim Drehen und in der Vorbereitung. Und durch diese vielen Entscheidungen prägt man eine Tonalität. Und diese Tonalität hat was mit dem eigenen Geschmack und mit der eigenen Sicht auf die Welt zu tun. Man muss es halt dürfen. Man muss es dürfen und manchmal gibt es Bedenkenträger, Produzenten, Verleiher, die sagen, das will das Publikum sehen, das will der Zuschauer sehen und das nicht. Und dann wird es schon immer ganz gefährlich. Wenn man sich zu sehr nach irgendeinem dritten Auge, und zwar dem des Publikums, richtet, dann ist schon eigentlich alles verkehrt. Du hast den Oscar damals gewonnen und konntest aber zur Preisverleihung damals nicht teilnehmen. Du konntest also den Preis nicht selber in Empfang nehmen. Wie war das damals für dich? Magst du uns kurz mal an dieser Situation teilhaben lassen? Ja, also es war so, dass meine Tochter hatte eine Art Darmverschlingung. Das war wie 8 Monate alt, die ist beim Füttern, ist sie blau angelaufen und ohnmächtig geworden. Das ist natürlich ein Riesenschock. Mhm. Für mich stand überhaupt kein Moment zur Debatte, ob ich dann nach Amerika fliege. In so einer Situation natürlich nicht. Die war im Krankenhaus, mein Säugling, mein lang ersehntes Baby. Und es war mir völlig egal. Diese Oscar war mir in diesem Moment völlig egal. Ich habe es auch nie einen Tag bedauert oder bereut oder so. Fand ich überhaupt kein Thema. Mhm.
Du schreibst die meisten deiner Drehbücher selber. Du machst Regie. Für die meisten Menschen sind das so Traumberufe. Ist es auch für dich der Traumberuf? Was fasziniert dich daran? Ja, es ist schon mein Traumberuf. Also, dass ich auch überhaupt in diesem Berufsfeld jemals so weit komme, und damit meine ich nicht den Oscar, sondern ich meine, dass ich mit einer gewissen Kontinuität arbeiten darf, dass ich immer wieder Filme finanziert bekomme und machen darf, das ist für mich sowieso unfassbar. Als ich angefangen habe, ich meine, ich komme aus einer Familie, die ist total nicht akademisch. Keiner in meiner Familie hatte jemals mit Kunst oder sowas zu tun. Mhm. Meine Eltern hatten ein Restaurant, meine Mutter ist eigentlich Buchhalterin. Wir haben alle eigentlich nie angenommen, dass mein Weg mal dieser sein würde. Ich habe als Komparsin gejobbt, als ich Schülerin noch war. Dann habe ich nach dem Abitur in den Bavaria Filmstudios ein Praktikum gemacht. Dann bin ich da so langsam reingewachsen und irgendwann habe ich mich getraut, mich mal an der Filmhochschule zu bewerben. Und die haben auch schnell gemerkt, dass ich von Kino keine Ahnung habe. Hatte ich noch wirklich überhaupt nicht. Ich glaube, was da auch schon wirklich mein Vorteil war oder mein Trumpf dann sozusagen, dass ich einigermaßen authentisch sein konnte und erzählen konnte, wovon ich erzählen wollen würde im Kino. Mhm. Und dass ich glaubwürdig war, glaube ich, in meiner Person. Und das ist in der Kunst ja immer nicht ganz unwichtig, finde ich. Mhm. Wenn du heute noch mal vor der Berufswahl stehen würdest, so jetzt wie deine Tochter ungefähr, wie würdest du dich heute entscheiden? Wäre es alles noch mal genau der gleiche Weg? Oder auch, was würdest du jungen Menschen empfehlen? Worauf sollen sie achten, wenn sie vor der Berufswahl stehen? Also das Thema Berufswahl, was gibst du da für Tipps? Naja, das ist nicht so einfach. Ich habe ja mich nie zu einem speziellen Zeitpunkt und schon gar nicht nach dem Abitur dazu entschieden, Regisseurin zu werden. Das, wie gesagt, da bin ich langsam reingewachsen. Ich denke mir eher, in meiner Position als Mutter möchte ich gerne meinem Kind die Freiheit geben, auszuprobieren und nachzudenken und nicht so schnell die Hände über den Kopf zu schlagen und zu denken, das oder das oder das wäre jetzt ein ergebnisorientierter, besserer Weg. Also ich möchte schon gerne, wenn das irgendwie möglich ist und wenn man sich das finanziell natürlich auch leisten kann, meiner Tochter zum Beispiel das Gefühl geben, okay, ich mache jetzt Abitur, ich gebe mein Bestes, ich mache es so gut es nur irgendwie geht und dann versuche ich mal in den nächsten 2, 3 Jahren irgendwie zu überlegen, was macht mir wirklich Spaß. Und das kann man mit 18 meiner Ansicht nach noch nicht wirklich wissen. Dazu musst du ja mal was ausprobieren und da kann ich auch nicht so viele Ratschläge geben, weil ich glaube tatsächlich, es war ein ganz großes Geschenk, dass meine Eltern überhaupt nichts mit Film zu tun hatten und mir Gott sei Dank keine Ratschläge geben konnten, weil Ratschläge, wie man so schön sagt, sind ja manchmal auch Schläge und die sind nicht hilfreich, weil man dann als braver Jugendlicher in alle Richtungen gezogen und gezerrt wird und dann gar nicht mehr weiß, was man eigentlich selber will. Ich glaube tatsächlich, dass diese Freiheit, die meine Eltern mir gegeben haben, indem sie gesagt haben, ja, Schätzchen, wir können dir hier nicht alles bezahlen, du musst schon doppeln, aber mach halt mal. Das war für mich wirklich gut, weil ich wäre nie sonst auf die Idee gekommen, einfach mal zu sagen, ach, ich gehe jetzt mal in die Bavaria und guck mal, ob ich da jobben kann. Und das wurde nie kommentiert, das war alles okay. Und dann habe ich dann einen Willen entwickelt, weil ich dann auf einmal gemerkt habe, da ist was, das interessiert mich, da will ich hin, da möchte ich gerne wirklich. Und ich habe an der Filmhochschule angefangen zu studieren, da war ich, es war 86, also ich war 22, ich hatte mit 18 Abi gemacht, da lagen immerhin 4 Jahre dazwischen. Ja. Mhm. Das hat schon eine Weile gedauert. Mit 30 habe ich dann meinen ersten Kinofilm gedreht. Da hätten andere Eltern vielleicht auch nervös werden können, wird es denn jemals was mit dem Beruf? Mhm. Und die haben aber immer gesagt, mach einfach. Und das fand ich schon toll. Mhm. Woher bekommst du deine Inspiration? Was gibt dir Energie? Also Energie, das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Also Inspiration und Energie sind zwei verschiedene Sachen. Ich merke, umso älter ich werde, dass ich Energie bekomme, auch durchs Alleine-Sein, durch die Natur, durch alleine nachdenken können, dass ich mich nicht zu sehr vollknallen darf mit Terminen und Verpflichtungen. Da bin ich überhaupt nicht mehr inspiriert. Ich darf nicht zu viel machen, weil ich dann gar nicht mehr in einen Flow komme, der mit Gedanken zu tun hat. Gut, wenn ich Projekte entwickle und wenn ich schreibe, muss ich natürlich tatsächlich etwas aus mir herausholen. Mir gefallen auch die Phasen, in denen ich den ganzen Tag irgendwas vorhabe und einfach kommunikativ bin mit Freunden. Ich treffe gern Freunde, ich treffe gern Menschen, auch die nichts mit Film zu tun haben. Ich lebe gerne. Ich nehme Anteil am Leben meiner Tochter. Ich bin viel mit der auch unterwegs.
Ich mache gerne Dinge, aber wenn ich kreativ sein will, dann muss ich mich mit mir auseinandersetzen. Und dann muss ich in den Flow kommen, dann muss ich in ein emotionales, in eine Stimmung kommen, wo ich dann tatsächlich auch konzentriert nur auf das mich fokussiere, worum es mir da geht. In der Zeit höre ich vielleicht viel Musik. Da lege ich Musik aus, die ich mag. Da bewege ich mich gerne. Da bin ich gerne entweder auf dem Fahrrad, im Auto, im Zug, im Flugzeug unterwegs, weil in Bewegung kann ich gut denken. Aber es hilft mir nicht, mit anderen Menschen da zusammen zu sein. Das hilft mir viel mehr, alleine zu sein. Früher bin ich als junge Filmhochschülerin bin ich immer auf irgendeine einsame Nordseeinsel gefahren, nach Amrum oder sonst wo, habe mich da in irgendeine kleine Pension verkrümelt und habe da nur mein Zeug mitgenommen, an dem ich gerade arbeite oder nachdenke, bin am Strand spazieren gegangen im Herbst, im stürmischen Regen und habe gedacht, gefühlt, überlegt, geschrieben, Musik gehört und sonst nichts. Darf ich fragen, welche Musik du dann hörst? Ganz unterschiedlich. Klassik oder Pop? Ganz unterschiedlich. Es gibt je nach Projekt Stimmungen, in die man sich gerne versetzen möchte. Also als ich zum Beispiel im Winter ein Jahr gedreht habe, die Geschichte über eine junge Frau, was Caroline Herfurth gespielt hat, die darunter leidet, dass ihr Bruder sich das Leben genommen hat und die einem Maler begegnet, der ein Porträt malt. Das war natürlich ein sehr dramatisch aufgeladener Stoff. Da habe ich ganz viel Peter Gabriel gehört und habe auch diesen einen Song dann, der mich die ganze Entstehungszeit über begleitet hat, den habe ich dann auch unbedingt in dem Film einbauen wollen. Das ist dann das Stück, zu dem sie zum Schluss so eine Art Befreiungstanz tanzt. Also ich weiß nicht, ob du den Film kennst, kannst du dir mal angucken. Da gibt es dann so eine schöne Schlüsselszene am Ende, wo Caroline Herfurth auch wirklich toll tanzt. Und zwar nicht mehr klassisch, sondern frei. Wild und naja. Modern und zu dieser Musik sich so richtig alles von der Seele kotzt, was sie bedrückt hat bis dahin. Und diese Musik war sozusagen das Schlüsselstück, ich glaube, das habe ich 150.000 Mal gehört, während der Zeit des Schreibens. Entstehungsphase. Ja, genau. Du drehst ganz oft mit Kindern. Du hast jetzt auch 2 9-Jährige entdeckt, also den Julius Weckauf für Der Junge muss an die frische Luft und die Riva Krivalowski für Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Worauf legst du Wert, besonders im Umgang mit Kindern? Weil es ist ja doch was ganz Besonderes, solche Kinder praktisch an die Filmwelt heranzuführen. Du machst es auf eine ganz besondere Art und Weise, finde ich jetzt. Worauf legst du da Wert? Also eigentlich arbeite ich sehr gerne mit Kindern, die noch nie vorher was gedreht haben. Das mag ich gerne, weil ich glaube, wenn man schon sehr viel Feedback bekommen hat zur eigenen Person, dann verändert sich was, logischerweise. Und das ist auch immer so interessant, wenn man mit erwachsenen Laien dreht. Da ist dann manchmal der Bauer auf dem Ort gar nicht verkehrt vor der Kamera. Wenn der keine große Rolle spielt, sondern wenn der sich selbst spielt, dann kann man mit dem eine tolle Szene drehen. Wenn der dann einmal sich gesehen hat und denkt, ach, so sehe ich von hinten aus und so ist das, wenn ich rede, und dann will der das nicht mehr so machen, sondern anders machen oder irgendwas verstellen und verbessern, dann ist der ganze Zauber des Unbedarften schon wieder vorbei. Bei kleineren Kindern ist es ähnlich. Ich weiß noch, wenn ich Julius gesagt habe, du gehst einfach durch den Raum, du nimmst dir da diesen Kuchen, du fängst an zu essen und guckst deiner Mutter zu. Dann hat er gesagt, ja und was, das ist alles, das ist ja leicht. Das hat er gemacht, den Kuchen mit großer Freude gegessen, seiner Mutter zugeschaut, fertig, alles war perfekt. Ja? Jetzt hat er so einen großen Erfolg gehabt in Der Junge muss an die frische Luft. Mal gucken, wie das weitergeht. In Amerika bei den Kindern ist es dann so, dass sie dann, wenn sie da Talent bewiesen haben, auf Schauspielschulen gehen. Dann werden sie zu Profis gemacht und werden richtig ausgebildet, weil du musst mit deinen Mitteln dann lernen, im Bewusstsein umzugehen. Ja? Und Kinder, die noch nie was gedreht haben, machen vieles intuitiv, kleinere Kinder. Der Marinus war jetzt beim Rosa Kaninchen eine Ausnahme und ich habe mir oft überlegt, warum der noch so eine Natürlichkeit und so eine schöne, so eine anmutige Gelassenheit hat. Und ich habe mir dann immer so gedacht, vielleicht hängt es damit zusammen, dass der Sportler ist und dass der auch noch was anderes hat und nicht allzu viel darüber reflektiert, bin ich jetzt gut aussehend, wie komme ich an, was denken die Mädels, wenn ich da, oder wie komme ich rüber, das ist dem das scheinbar egal. Gell? Und ich habe das Gefühl, das hat was damit zu tun, dass er eben auch noch als wirklich Leistungssportler noch eine andere Fokussierung hat und irgendwie gut in seiner Balance ist und nicht so viel diese schädlichen Gedanken, diese eitlen Gedanken hat, wie manche andere Kinder, die dann denken, wow, ich will ein Star werden oder so. Ja, das ist kein Thema. Aber mit Kindern zu arbeiten, das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß.
Ich glaube, da ist sehr entscheidend, dass man zu ihnen eine Beziehung hat, in der es irgendwann eine gewisse Selbstverständlichkeit gibt. Also, dass man sich sozusagen wirklich so vertraut ist und mag und sich auch irgendwie ein Stück weit nahe kommt, dass die wissen, die Caroline ist so, wie sie ist. Sie ist manchmal streng und manchmal vielleicht auch blöd. Und dann ist sie wieder herzlich und wieder lieb und nimmt mich auch in den Arm. Aber sie ist berechenbar. Das finde ich auch bei der Kindererziehung immer wichtig, dass man berechenbar ist, dass man straight ist, dass man klar ist und dass es keinen doppelten Boden gibt. Dass man auch wirklich Kinder mag. Ich mag Kinder wirklich so gerne, dass ich keine Angst davor habe, auch mal streng zu sein, weil ich hoffe, dass sie spüren, ich mag sie einfach und wenn ich gestresst bin, bin ich auch mal so oder so. Aber im Großen und Ganzen sind wir ein Team und wir sind Freunde und wir ziehen das zusammen durch. Also, dass es da auch niemanden dazwischen gibt. Manche Regisseure arbeiten ja gerne mit Coaches oder so, Kinderbetreuern, die dann sehr viel übernehmen. Und das will ich alles nicht, weil ich will gerne den direkten Kontakt. Ich will gerne, dass das meine Kinder sind, so wie meine Familie. Und mit denen gehe ich sehr direkt und sehr klar, glaube ich, hoffentlich um. Jetzt noch zum Thema Motivation. Wie motivierst du Kinder oder auch Schauspieler, gerade wenn die mal nicht so gut drauf sind oder wenn manche Schauspieler sich dann nur eben schon als Star am Set fühlen? Wie kannst du das alles dann handeln? Wie kannst du damit umgehen? Wie kannst du die motivieren, nun doch das zu tun, was du möchtest? Was du aus ihnen praktisch, du willst ja das Beste für den Film herauskitzeln aus den Schauspielern. Wie kannst du ihnen das vermitteln? Wie kannst du sie motivieren dazu? Ich glaube, die Motivation für Schauspieler ist ja immer, dass sie am Ende des Tages mit ihrem eigenen Ich, mit ihrem Gesicht, mit ihrem Körper, mit ihrem ganzen Selbst vor der Kamera natürlich gut sein wollen. Und wenn sie das Gefühl haben, da guckt jemand genau hin und das, was ich ihnen sage, hilft ihnen auch und überzeugt sie in einer gewissen Weise, dann sind sie auf meiner Seite. Es gibt natürlich Diskussionen, es gibt oft auch mal Situationen, wenn ein Schauspieler sagt, das würde ich so nie sagen und ich will das eigentlich anders sagen, dann muss man sich auseinandersetzen. Aber man kriegt auch keine Vorschusslorbeeren. Man kann nicht sagen, du, ich habe mal vor so und so vielen Jahren einen Oscar gewonnen, ich weiß, wie es geht. Ist natürlich Bullshit. Ich muss jedes Mal wieder neu wissen, was ich da erzählen will und mit meiner Inszenierung und meiner Person überzeugen. Und die müssen immer das Gefühl haben, okay, ich habe mir das anders vorgestellt, aber ich verstehe, was sie meint, ich verstehe, was für ein Ziel sie verfolgt. Man muss einfach in der Führungsposition, ich denke, das ist in anderen Branchen genauso, man muss immer wieder überzeugen durch das, was man, also durch die Qualität der Arbeit. Und dann sind sie, glaube ich, das ist bei Kindern jetzt vielleicht ein bisschen anders, weil die jetzt nicht unbedingt in jedem Moment checken, war ich da jetzt gut oder schlecht oder was passiert denn heute noch. Aber bei erwachsenen Schauspielern ist es ja schon so, dass man in der Szene, dass die in der Szene dann ein Gefühl bekommen, okay, das läuft eigentlich jetzt doch ganz gut. Und wenn ich jetzt sage, habe ich dir nicht geglaubt, das finde ich nicht gut, noch nicht gut, dann müssen sie halt spüren, okay, sie hat das gemerkt, ich war auch wirklich nicht im Moment und ich war nicht gut. Das muss natürlich dann auch mal stimmen. Gell? Und für dich selber, so eine Drehphase ist ja unheimlich lang. Du hast vorher schon mit dem Drehbuch zu tun, du musst dich mit Produzenten auseinandersetzen. Es gibt am Dreh immer Stress, es ist immer irgendwo ein Engpass. Wie motivierst du dich selber? Ach, das ist einfach auch, da bin ich dann tatsächlich ganz ergebnisorientiert. Also ich will ja nicht nur drehen, weil Drehen an sich so schön ist, sondern ich möchte, dass am Ende was Gutes bei rauskommt. Und ich gucke und ich sehe, was passiert vor der Kamera. Aber es laugt dich ja auch unheimlich aus, es kostet ja unheimlich viel Kraft. Ja, aber ich bin dann schon, ich bin nicht unbedingt so sehr ehrgeizig, aber was ich wirklich bin, ist in einem gewissen Sinne perfektionistisch, dass ich, wenn ich vor der Kamera etwas passieren sehe, was mich nicht überzeugt, dann möchte ich, das ist ganz schwer, rauszufinden, also zu sehen, das, was nicht stimmt, ist nicht so schwer. Das sieht man. Aber rauszufinden, warum es noch nicht stimmt, ist nicht so leicht. Ist das jetzt die Sprache der Schauspieler? Ist es irgendwie die Positionierung im Raum? Ist es das Szenenbild? Hat er den falschen Pulli an? Warum ist das hier blöd? Warum ist es noch blöd? Was können wir besser machen? Und das triggert mich dann schon. Das ist dann schon was. Das ist mir dann so wichtig, dass es dann stimmt. Ich kann nicht auf halbem Weg sagen, ach, ist ja auch wurscht. Ich will dann schon, dass es stimmt. Und ich fühle das, ob es stimmt oder nicht. Und ich will dann auch, das ist einfach dann doch ein perfektionistischer Anspruch, den ich einfach nur für mich habe, weil ich weiß, da geht noch was besser und das möchte ich jetzt auch haben. Okay.
Jetzt habe ich noch eine Frage zur Musik. Spielst du selber ein Instrument? Du hast ja eben schon gesagt, Peter Gabriel, da gab es Phasen, also Musiktitel, die dich in manchen Phasen des Lebens begleitet haben. Spielst du selber auch ein Instrument? Leider nicht, nein. Ich habe mal als Kind mit Gitarre angefangen, habe aber dann auch wieder aufgehört. Das war auch jetzt nichts, was in meiner Familie eine große Rolle gespielt hat. Die Pauline, meine Tochter, unsere Tochter, die wächst auf mit einem Vater, der sehr viel am Klavier sitzt und viel singt und Musik macht. Und für die war das ganz selbstverständlich, dass sie Noten gelernt hat und dass sie über diese Klippe des ersten Erfolgs sozusagen hinweg sich gepusht hat, weil das macht am Anfang ja nicht so viel Spaß, ein Instrument zu lernen. Und in dem Moment, wo man es dann kann, halbwegs gut kann, beginnt natürlich die Freude und die Erfüllung. Und jetzt macht die zur Entspannung, kommt die nach Hause und muss Gitarre spielen, weil sie einfach das braucht zur Seelenhygiene. Und da beneide ich sie. Und sie sagt auch ganz oft: Mann, du tust mir so leid, dass du kein Instrument spielst. Du tust mir so leid, dass du nicht Musik machen kannst. Ich kann ja noch nicht mal Noten lesen. Das ist für sie völlig, du Arme. Wie gehst du dann mit dem Komponisten um? Weil du lässt ja gerade für deine Filme immer Musik komponieren. Wie gehst du mit der Filmmusik dann um? Machst du das alles aus dem Bauch raus oder was? Wie kommst du dann zu deiner Musik? Ja, das ist natürlich wie vieles in meinem Job sehr intuitiv. Man hat ja in allen Abteilungen Szenenbild, Kostümbild, Maskenbild und eben auch Musik, hat man ja hoffentlich tolle Mitarbeiter, die einen bereichern mit allem, was man selber gar nicht kann. Auch eine Cutterin, die die Szenen ja auch mitformt. Und die Komponisten und der Komponist, der eine, mit dem ich vor allem sehr viel gearbeitet habe, Niki Reißer, der kennt mich auch schon sehr gut. Der kommt im Schneiderraum, wir besprechen die Szene. Ich sage ihm nicht, ich will da das Instrument oder ich will da das oder das, sondern ich sage ihm eher, die Szene wirkt zwar heiter, aber ich wünsche mir eigentlich als Unterboden eine Bedrohung oder eine Melancholie. Und dann versucht er zu verstehen, was ich da wirres quatsche. Und versucht dann dazu eine Musik zu machen. Okay, sehr schön. Eine Frage noch zum Abschluss. Hast du ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto. Meine Mutter hat mir mal irgendwann so einen Briefbeschwererstein, so einen relativ kitschigen eigentlich, auf den Schreibtisch gestellt. Von Seneca steht da ein Satz drin, den finde ich wirklich wunderschön. Und der heißt: Lerne vor allem, dich zu freuen. Und ich finde wirklich, auch jetzt mit dem Älterwerden, eine gewisse Dankbarkeit zu empfinden, eine gewisse Zufriedenheit und eine gewisse Freude zu empfinden, sich immer wieder zu sagen, dieser Kaffee jetzt hier oder dass wir hier sitzen oder dass ich ein gesundes Kind habe. Es ist so viel, worüber ich mich freuen kann. Und das ist eine gewisse Bescheidenheit, aber nicht unbedingt, die mich lähmen soll oder jetzt, dass ich nichts mehr tun möchte, aber die Fähigkeit, sich über die kleinen Dinge zu freuen, die macht, glaube ich, tatsächlich einen glücklichen Menschen aus. Und das hat meine Mama mir gegeben und das finde ich sehr wahr. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Caroline. Vielen Bitte Dank. schön.